Jetzt einem ganz anderen Thema. Eine blinde Frau, die wieder sehen kann, ein Mädchen mit 2 Herzen und ein Junge mit 30 Schädelbrüchen. Alle 3 wurden auf wundersame Weise geheilt. Wir zeigen Ihnen jetzt die wirklich unglaublichen Geschichten von Menschen, die von den Ärzten bereits aufgegeben wurden und es trotzdem geschafft haben. Diese Menschen sind medizinische Wunder. Er bricht sich bei einem Unfall das Genick. Und dieser junge Mann 30 Mal den Schädel in einer Partynacht. Sie wird mit einem Herzfehler geboren. Die Ärzte geben ihr nur wenige Stunden. Und eine blinde Frau bekommt durch Zufall ihr Augenlicht zurück. Die wundersamsten Heilungen. Der Gelähmte, der wieder gehen kann. In Southampton in England spaziert der Miracle Man, Aaron Denham, täglich durch den Park. Ein echtes Wunder. Durch den Park zu gehen bedeutet mir viel, weil ich fast gelähmt gewesen wäre. Du siehst mehr, fühlst mehr, atmest tiefer. Du weißt, dass du laufen kannst. Das hätte er beinahe nicht mehr können. Seit diesem einen Tag, der sein Leben verändert hat und jeden einzelnen Schritt so besonders macht. Es war einfach riesiges Pech. Ich war auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Wir hatten gerade einen neuen Tischler eingestellt, der gleichzeitig mit mir Feierabend gemacht hat. Er wusste nicht, wo ich die Straße mit meinem Fahrrad überquere. Denn Aarons Arbeitskollege ist erst vor kurzem in die Stadt gezogen. Sein neuer Heimweg ist bei Radfahrern wie Aaron sehr beliebt. Doch das weiß der neue Kollege nicht. Das Gefährliche? Obwohl die Hauptstraße sehr eng ist, dürfen Autos hier mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde fahren. Das ist die Stelle. Wie ihr seht, fahren die Autos sehr schnell. Und ich musste immer hier rüber, weil der Radweg hier aufhört. Deshalb musste ich die Straßenseite wechseln. Und hier ist es dann passiert. Das Auto rast von hinten in Aarons Fahrrad. Der Fahrer ist geschockt und völlig hilflos. Aarons Körper hat sich mehrfach überschlagen und ist mit dem Kopf voran auf der Straße aufgeschlagen. Doch er hat riesiges Glück. Am Tag des Unglücks arbeitet Maria Brasseur nur wenige Meter vom Unfallort entfernt im Garten. Als sie den lauten Knall hört, springt sie sofort auf und klettert den knapp 2 Meter hohen Gartenzaun auf. Voll mit Adrenalin rennt Maria zu Aaron. Sein Glück, sie ist gelernte Altenpflegerin und kennt sich in erster Hilfe aus. Als Aaron seinen Kopf bewegt, drückt sie ihn mit ihrem ganzen Körper auf den Boden. Maria ahnt bereits, eine falsche Bewegung könnte ihn das Leben kosten. Und Aarons Verletzungen sind tatsächlich gravierend. Der obere Teil der Halswirbelsäule ist gebrochen, das Genick. Die Knochensplitter durchbohren Aarons Rückenmark. Und das noch stärker, wenn er sich bewegt. Dabei kann sogar seine Atmung aussetzen. Das zumindest verhindert Aarons Schutzengel Maria. Aber er ist noch längst nicht über den Berg. Ich wurde notoperiert. Die Ärzte haben mein Genick mit Metallplatten und Klammern wieder zusammengeflickt. Es dauerte 10 Stunden. Die Chance, eine solche Verletzung und OP zu überleben, liegt bei 10%. Aber ich habe überlebt. Doch das Rückenmark ist stark geschädigt. Aaron ist am ganzen Körper gelähmt und wacht monatelang nicht aus dem Koma auf. Die Ärzte haben meine Familie und meine Freunde angerufen. Alle sollten am gleichen Tag ins Krankenhaus kommen und sich von mir verabschieden, weil ich keine Anzeichen von Besserung zeigte. Die Ärzte wollen bereits die lebenserhaltenden Maschinen ausschalten. Doch plötzlich bewegt Aaron seinen linken Arm. Das ist nach seinen Verletzungen eigentlich unmöglich. Aarons Leben bekommt noch eine Chance. Kurz darauf bin ich aufgewacht und konnte mich trotzdem nicht bewegen. Kein einziges Körperteil. Das war gruselig. Ich sagte mir,
wow, ich bin gelähmt. Doch langsam ging es dann wieder. Es hat mit einem Finger angefangen, dann zwei Finger, dann drei. Und irgendwann konnte ich den ganzen Arm bewegen. So hat sich das dann entwickelt. Für Aaron beginnt ein langer, anstrengender Weg zurück ins Leben. Ich musste wieder lernen zu laufen. Das war wahrscheinlich das Schwerste überhaupt am ganzen Unfall. Dass dies überhaupt möglich ist, ein medizinisches Wunder. Aarons Rückenmark regeneriert sich nahezu komplett. So etwas passiert nach solchen Verletzungen nur sehr selten. In weniger als 1% der Fälle. Heute ist Aaron topfit und Kraftsport sein größtes Hobby. Vor 5 Jahren noch undenkbar. Es hat mich viel stärker gemacht, vor allem mental. Meine Willenskraft ist jetzt größer. Heute erinnert nur noch eine Narbe an den Unfall. Dass er überlebt hat, verdankt Aaron einer Frau, die er immer noch regelmäßig trifft. Als sehr gute Freundin. Maria, meine Lebensretterin. Diese unglaubliche Geschichte hat Aarons, aber auch Marias Leben für immer verändert. Die wundersamsten Heilungen. Die Blinde, die wieder sehen kann. Um sie zu treffen, reisen wir nach Auckland in Neuseeland. Hier lebt Lisa Reed. Kaum zu glauben. Diese Frau war früher einmal blind. Meine Kindheit war großartig. Ich war ein ganz normales Kind, das auf Bäume geklettert ist. Doch mit 11 Jahren traten plötzlich die Symptome auf. Es ist Sommer 1987. Lisa hat starke Probleme mit ihren Augen. Aber es ist keine normale Sehschwäche, die mit einer Brille reguliert werden kann. Alles wird immer verschwommener und unklarer. Lisa quälen dazu extrem starke Kopfschmerzen. Meine Mutter sagte, Zeit zum Arzt zu gehen. Also gingen wir. Und so ziemlich über Nacht hat sich mein Leben verändert. Die Ärzte erkennen einen Tumor in Lisas rechter Gehirnhälfte. Dieser drückt auf ihre Sehnerven. Die Folge, Lisas Sehvermögen wird schlechter. Bis sie eines Tages nichts mehr sieht und erblindet. Ich wurde operiert, der Tumor entfernt. Ein bisschen Sehkraft kam zurück. Das war toll. Lisa kann wieder ein ganz normales Kind sein. Doch die Freude hält nicht lange an. Nur kurze Zeit später sterben die schon beschädigten Sehnerven komplett ab. Lisa erblindet wieder. Diesmal soll es für immer so bleiben. Denn abgestorbene Sehnerven sind irreparabel. Ich dachte, oh wow. Das bleibt für immer so. Ja, und es hat wohl so sein sollen. Lisa muss lernen, als Blinde zu leben. Sie bekommt Blindenhund Amy und baut eine enge Verbindung zu ihr auf. Denn auf den Hund muss und kann sie sich verlassen. Mit Amy fallen Lisa viele Dinge leichter. Der Hund bestärkt sie bei jedem Schritt. Doch Amy sollte ihr durch einen großen Zufall noch mehr geben als nur Sicherheit. Ich hatte gerade Abendessen gemacht und wollte nur kurz ins Wohnzimmer, um meinem Mädchen einen Kuss zu geben. Als sich Lisa herunterbeugt, hat sie Orientierungsschwierigkeiten und verliert das Gleichgewicht. Sie fällt und prallt dabei mit dem Kopf gegen die Tischplatte. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Mein Kopf tat weh, aber den hatte ich mir als Blinde ja schon oft angeschlagen. Lisa plagen starke Kopfschmerzen. Als sie schlafen geht, ahnt sie nicht, was der Morgen für sie bringen würde. Und dann kam der 16. November 2000. Der Tag als, wow, ich habe meine Augen aufgemacht. Meine Welt war wieder da. My world was back. Lisa fühlt sich wie in einem Traum. Sie kann sehen. Erst ist alles trüb, wie im Nebel. Aber sie sieht Umrisse. Dann beginnt Lisa ihre große Entdeckungsreise.
Das Licht durch meine Vorhänge scheinen zu sehen. Oh mein Gott. Die Musikanlage, die ich ein paar Monate vorher geschenkt bekommen hatte. Ich erinnere mich genau daran. Ich kann sie jetzt noch in meinem Kopf sehen, weil ich sie damals sehen konnte. Es war so cool. Lisa erlebt ihre Wohnung, ihre Welt ganz neu. Auch sich selbst. Das Unglaublichste war der Blick in den Spiegel und eine hübsche junge Frau zu sehen. Zuletzt sah sie sich als Kind im Spiegel. Ihre Geschichte ist unglaublich. Denn eine körperlich bedingte Blindheit ist eigentlich medizinisch unheilbar. Doch der Stoß scheint die abgestorbenen Sehnerven wiederbelebt zu haben. Zumindest so, dass Lisa wie durch eine Art Guckloch sehen kann. Ich kann auf weite Entfernung sehen und auf kurze. Aber nur solange es in diesen kleinen Kreis passt. Ich kann zum Beispiel sehen, dass ich das Ohr meines Hundes streichle. Aber ich sehe nicht den Rest seines Körpers zur gleichen Zeit. Die Ärzte haben dafür keine Erklärung. Lisa ist einfach nur glücklich, mit ihren Augen jeden Tag die Welt neu entdecken zu können. Die wundersamsten Heilungen. Das Mädchen mit den zwei Herzen. Wir fahren nach Wales und treffen dort Hannah. Sie ist 16 Jahre alt, als wir sie besuchen. Auch sie ist ein medizinisches Wunder. Hannah ist noch ein Baby, nur wenige Monate alt, als eine unheilbare Herzkrankheit sie immer mehr schwächt. Durch die Erkrankung wird nicht genug Blut durch ihren Körper gepumpt. Die Ärzte entscheiden, Hannah muss schnellstmöglich operiert werden. Das Herz war vergrößert und versagte langsam. Deshalb brauchte sie ein zweites Herz, praktisch als Unterstützung für ihr eigenes. Wenn sie damals keines bekommen hätte, hätte sie Weihnachten nicht mehr erlebt. Huckepack-Operation. So heißt das Verfahren, bei dem das eigene Herz im Körper bleibt, aber ein Spenderherz transplantiert wird. Beide Herzen versorgen gemeinsam den Körper mit Blut. Das Spenderherz rettet Hannah das Leben. Nach der Transplantation ging es ihr gut. Ihr Körper nahm das neue Herz an. Dafür brauchte sie täglich 16 verschiedene Tabletten. 5 Jahre geht es Hannah gut. Doch dann die Tabletten, die Hannahs Immunsystem unterdrücken, damit ihr Körper das Spenderherz nicht abstößt, haben schwere Nebenwirkungen. Ihre Abwehrkräfte schwinden. Sie bekommt Krebs. Chemotherapien sollen dem Mädchen mit den zwei Herzen helfen. Doch sie wird noch schwächer. Auch die Ärzte wissen nicht mehr weiter. Sie versuchten verschiedene Medikamente, aber nichts schien zu helfen. In Hannahs Körper breiten sich die Tumorzellen ungehindert aus. Die Behandlung wird zum Teufelskreis. Ich fuhr für einen Check-up nach Cardiff ins Krankenhaus. Beim Ultraschall sah ein Arzt gleich, dass mein eigenes Herz sich erholte, mein Spenderherz aber gleichzeitig versagte. Völlig unerwartet schlägt Hannahs Herz, das von Geburt an zu schwach ist, ganz allein. Doch der Krebs löst eine lebensbedrohliche Krise aus. Die Ärzte geben Hannah nur noch wenig Zeit. Sie riefen uns ins Zimmer und sagten, sie habe nur noch 12 Stunden. Wir riefen unsere Freunde zusammen, weil wir nicht wussten, was passieren würde. Das war hart. Es gibt keine Wahl. Das Spenderherz muss entfernt werden. Doch so eine Operation gab es noch nie zuvor. Die Ärzte wissen nicht, was passieren wird. Ob Hannahs eigenes Herz stark genug ist. Ich habe vor jeder Operation gedacht, ich würde nicht überleben. Was die Ärzte planen, ist eine medizinische Sensation. Niemand weiß, ob die damals 13-Jährige überleben wird. Die OP dauert 7 Stunden. Stunden voller Ungewissheit. Doch das Wunder gelingt. Hannah übersteht die Operation am offenen Herzen. Und nicht nur das.
Es geht ihr so gut, dass sie schon 7 Tage danach wieder mit anderen Kindern spielen kann. Hannas Herz pumpt das Blut mit voller Kraft durch ihren Körper. Kaum zu glauben, Hannah ist gesund. Sie hat eine neue Chance bekommen. Willkommen zurück live bei Galileo. Und jetzt geht es bei uns weiter mit einem jungen Mann, der von den Ärzten bereits aufgegeben wurde und trotzdem überlebt hat, auf wundersame Weise. Diese Menschen sind medizinische Wunder. Unser nächster Fall der wundersamsten Heilungen, der Junge mit dem zertrümmerten Schädel. In London treffen wir Jack Martindale. Dabei dürfte dieser Mann eigentlich gar nicht so vor uns stehen. Seine Geschichte beginnt in der Silvesternacht 2010. Jack und 4 Freunde feiern den Jahreswechsel in einem Club. Sie verbringen dort einen ausgelassenen Abend. Am frühen Morgen macht sich die Freundesgruppe auf den Heimweg. Jack versucht, den Abend zu rekonstruieren. Ich kann mich an absolut nichts erinnern. Aber man hat mir später erzählt, dass wir an dieser Tankstelle hielten, um eine Pizza zu kaufen. Keiner ahnt, was gleich passieren wird. Callard Avenue, das ist die Straße, die wir hochlaufen wollten. Es muss hier gewesen sein. Das Unglück rauscht über die Londoner Bundesstraße. 60 Kilometer pro Stunde sind hier erlaubt. Doch der Wagen ist mindestens doppelt so schnell. Jack und 3 seiner Freunde sind sofort bewusstlos. Ein anderer, Tom Williams, wird vom Wagen nur gestreift und kann die Rettung alarmieren. Ein einziger meiner Freunde war noch bei Bewusstsein und konnte den Notruf wählen. Ich stelle mir immer wieder die Frage, was wäre passiert, wenn er nicht da gewesen wäre? Jacks Kopf ist bei dem Unfall mit extremer Wucht auf den Asphalt aufgeprallt und völlig zertrümmert. Er wird notoperiert. Als die Ärzte seine Verletzungen sehen, geben sie ihm kaum eine Chance zu überleben. Eine vollständige Genesung schließen sie sogar ganz aus. An über 30 Stellen ist Jacks Schädel gebrochen. Die Brüche stabilisieren die Ärzte mit Titanplatten. Jack drohen auch irreparable Schäden an den neuronalen Hirnstrukturen. Sprachlich, motorisch und sogar geistig. Falls er überleben sollte, bleibt er schwer behindert, vermuten die Experten. Er könnte sterben, geben sie die Hoffnung auf. Selbst wenn er durchkommt, wird er nur im Wachkoma liegen. Was bringt das? Es würde sein Leben doch nicht verbessern. Er liegt 3 Monate lang im Koma, ohne jegliches Anzeichen der Besserung. Doch dann. Aus dem Koma aufzuwachen ist nicht wie im Hollywood-Film. Du wachst nicht einfach auf, es passiert schrittweise. Die Verletzungen in seinem Gehirn führen dazu, dass Jack das Sprechen neu lernen muss. Bewegungen wie Aufstehen und Gehen sind ein Kampf für ihn. Kurz nach dem Unfall hatte ich Bewegungsstörungen. Ich konnte beim Essen nicht mal meinen Mund finden. Ich stach etwas auf die Gabel und ich konnte sowas einfach nicht. Jeden Tag kämpft sich der junge Mann durch und wird stärker. Er erholt sich immer mehr. Jack leidet seither an einer Sehschwäche und hat immer noch motorische Probleme. Auch das Sprechen fällt ihm schwer. Heute kann ich viel mehr machen als noch vor 6 Jahren. Ich konnte die einfachsten Dinge nicht, zum Beispiel eine Tasse Tee kochen. Nur 3 Jahre nach dem Unfall holt Jack seinen Uni-Abschluss nach. Hilfe braucht er keine mehr. Ich habe eine neue Einstellung zum Leben gefunden. Mein Leben ist heute in einem Wort bittersüß. 4 Menschen, 4 wahre Wunder. Sie alle gaben die Hoffnung nie auf und glaubten fest an ihre Heilung.